Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Panzerband und billiges Crack Bundle von Chris Lev. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Panzerband und billiges Crack von Chris Lev. Das Ganze am 9. November 2018 erschienen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier drei Sachen mit dabei. Und zwar haben wir einmal das Album an sich, Panzerband und billiges Crack. Dazu kommen wir gleich noch. Dann ein Poster und ein Shirt. Das Ganze eben, wie gesagt, ein Bundle. Was man dazu sagen muss, es gab zwei Bundles zur Auswahl. Also statt diesem gab es noch ein anderes zu wählen. Und zwar hatte dieses das Album inklusive einer Rolle Klebeband. Ich habe mich in dem Fall für das teurere Bundle entschieden. Dieses enthält ein Shirt und das eben gezeigte Poster. Wir werden die Sachen mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, wir haben hier einmal das Herzstück, in diesem Fall das Album. Und da haben wir natürlich ein Shirt, ebenfalls in Folie. So, was man hier vielleicht dazu sagen muss, wir haben hier ein M aufgeklebt und zwar konnte man sich das Shirt bei dieser Bundle-Bestellung in der Größe auswählen. Bedeutet, ich glaube von S bis XL oder XXL konnte man das Ganze wählen. Ich habe mich in dem Fall für M entschieden. Ist ja auch sehr selten, dass man sich die Shirts aussuchen kann, daher freut es mich umso mehr. Gut, wir haben hier einmal das Album Panzerband und billiges Crack. So sieht das aus. Wir haben hier eine Frau oder ein junges Mädchen in Schwarz und Weiß abgebildet, die hier offensichtlich mit Panzerband zum Schweigen gebracht wurde, also die hier geknebelt wurde. Und hier unten haben wir dann einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case und hier lesen wir, ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen, jawohl, hier im Licht, zwei Discs. Was es damit auf sich hat, gleich. Auf der Rückseite bzw. auf der Seite hier lesen wir auch nochmal Crystal F und darunter den Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann zwei Tracklists und da kommen wir auch schon zur zweiten CD. Denn dieses Album, dieses ja mehr oder weniger Doppelalbum, diese Doppel-CD beinhaltet nicht nur das Album Panzerband und billiges Crack, sondern auch noch Straight Outta Keller. Das ist das Demo-Tape aus dem Jahr 2006, das ebenfalls von Chris Lev. Gut, wir haben hier auch eine Nummer, das heißt das Bundle oder in dem Fall dieses Doppelalbum, diese CD wurde hier durchnummeriert. In meinem Fall ist das die 590. Ich muss es ehrlich sagen, ich kenne die Gesamtauflage nicht, aber ich schätze mal vielleicht 1000 oder ein paar 1000 Stück. In dem Fall, wie gesagt, 590 meins, Credits und Barcode. Wir haben auf diesem Album also einige Features mit dabei. Und zwar haben wir Features von Carmo Caputo, David DST, sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Dann Rough Fiction natürlich, Shoki und Zero Zero. Ansonsten das hier allesamt Solo-Tracks, soweit ich weiß, aber schauen wir uns noch an. So, dann haben wir hier einmal ein Booklet, schauen wir mal hinein. Rückseite schon sehr schön gestaltet, also passend zum Albumtitel hier jede Menge Panzerband verklebt. Dann haben wir hier einmal die Infos, wer das Ganze produziert hat, wer dafür verantwortlich war, wer da mitgewirkt hat. So, verkauf meine Alte wie ein Sklavenhändler. Ja, das ist ja eine Zeile von Crystal F. Ich bin nicht verliebt in dich. Okay, also hier wieder die geknebelte Dame. Mucke für den Drogensumpf. Okay, und hier rechts haben wir dann noch die Credits zum Album. Gut, also recht kompaktes, recht dünnes Booklet, aber schön gemacht. Dann haben wir hier die Album-CD. So sieht das aus. Panzerband und billiges Crack lesen wir hier. Auch hier im Hintergrund wieder diese Panzerband-Optik. Und dann haben wir natürlich noch die zweite CD, die man hier gut rauslösen kann. Und zwar haben wir hier dann Straight Outta Keller. Also, vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Tonträger bzw. zu diesem Bonusinhalt. Straight Outta Keller war, soweit ich weiß, das allererste
Release, beziehungsweise ja, Release. Es war das erste Mal, dass Crystal F etwas von sich hören lassen hat. Und zwar war das im Jahr 2006. Und es war sein Demo-Tape. Und dieses gab es damals nur in digitaler Version. Bedeutet, wenn man sich dieses Album hier holt, dieses Doppelalbum, dann hat man das erste Mal sein Demo-Tape auch in physischer Form. Gab es bis dato so noch nicht. Gut, aber damit nicht genug. Wir haben hier dann auch noch ein Poster mit dabei. Und zwar haben wir hier natürlich den Panzer, den Friedenspanzer von Rough Fiction. Also hier lesen wir Rough Fiction Productions, mittig das Ganze in Schwarz und Weiß und im Hochformat gestaltet. Und auf der Rückseite haben wir dann auch wieder den Albumtitel und hier wieder in dieser schönen schwarzen Panzerbandoptik gestaltet. Dieses Poster ebenfalls im Hochformat, also beidseitig bedruckt und beide Seiten im Hochformat. So, jetzt die Frage, ob ich das hier wieder richtig zusammenbekomme. Besten wahrscheinlich hier einmal. Jawohl, das schaut gut aus. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Jawohl. Und dann haben wir noch ein Shirt mit dabei. Dieses in Weiß und Rot. Wie gesagt, Größe konnte man sich auswählen. Und so sieht das Ganze aus. Also wir haben hier scheinbar eine Person auf dem Boden liegen und eine andere Person, die mit einem Vorschlaghammer gerade am besten Weg ist, auf diese Person hier einzuschlagen. Heftiges Motiv. Und dann lesen wir hier darunter noch Rough Fiction Productions. Neckprint haben wir keinen. Wir haben es zu tun mit einem B&C exakt 190 in der Größe M. Wie gesagt, Größe damals frei wählbar. Und wir haben es zu tun mit 100% Baumwolle und, wo steht's, hier unten steht's, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt hier mit diesen zwei Herrschaften dann in Rot. Rechts Bob der Baumeister und links die Person, die hier am Boden liegt. Darunter haben wir dann den Schriftzug Rough Fiction Productions. Ja, also von der farblichen Gestaltung gefällt mir das richtig gut, allerdings vom Motiv muss ich ehrlich sagen, hätte ich dann doch den Friedenspanzer oder regulär vielleicht den Schriftzug bevorzugt und diese beiden Männer hier, naja, muss ich ehrlich sagen, ist nicht ganz so mein Motiv. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Dann dieses Poster, beidseitig bedruckt, beidseitig im Hochformat. Und natürlich das Album an sich, Panzerband und Billiges Craig, inklusive des Demo-Tapes aus dem Jahr 2006. Dieses Bundle und auch das andere Bundle mit diesem Klebeband gab es ausschließlich, wirklich exklusiv über Distri. Ich glaube allerdings, dass jetzt, wenn ihr dieses Video seht, dass die Bundles bereits ausverkauft sind, müsst mal schauen, eventuell gibt es noch welche. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. von dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Crystal F unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.